Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flicks and Chill Nummer 2, Millennials, Kreis ist dabei, zu viele Fails, keine Ahnung, kein Freestyle heute. Ja, ich bin heute nicht fresh genug für Freestyles. Ja, gut, heute, was machen wir denn? Episode 4, wo sind wir denn stehen geblieben eigentlich? Ich muss gerade mal ganz kurz, ich bin selber Music bei Joaquim. Oh, Episode 4 müssen wir heute spielen, José. Heute spielen wir José, den Liebhaber der Liebenden, den heißen... Ist es nicht der Tanzlehrer aus Flicks and Chill Nummer 1? Ich bin mir gar nicht gerade so sicher. Naja, egal, wir schauen erstmal, was wird José uns bringen? Wird er uns... Müssen wir mit José einen Mann bezirzen? Lucas Exhibition of Self-Discovery. Hey, die kenne ich doch. Die war doch auch schon in der Superbar. Eins, zwei, José, der coole Typ. Wow. Okay, Lukas, kleine Artshow. Was ist Millennials? Sind das Hipster oder was? Ich bin hier irgendwie nur auf so Hipster-Veranstalten. Elena müsste gleich kommen. Ich hoffe, sie mag meine Fotos. Okay, ich tue lieber so, als wäre ich cool. Ich mache einen auf cool. Okay, du schaffst das, José. Nur eine kleine Party mit Freunden. Was kann schon schief gehen? Oh Mann. Wenn man sich diese Was kann schon schief gehen Frage stellt, dann macht man erstmal die Musik ein bisschen leiser. So, Mädels, ey, was geht ab? Du gefällst mir? Magst du meine Fotos? Hey, Laila. Mhm. Und Teresa. Hey, José. No way, José, Alter. Der beste Wrestler, ey. Zumindest hat er super geilen Intro. Egal, es. Bist du aufgeregt? Na klar, Alter. Ich habe die Fotos ja nicht für mich selber gemacht. Ach ja, ja, das der Sinn deiner Bilder und wir haben ja alle schon Sneak Peek bekommen. Echt coole Fotos, Dude. Ah, danke, ich tue mein Bestes so. Was? Okay, ich suche hier ein paar Talente für meinen Blog und will ein paar Fotos machen, ne? Hat heute eigentlich, hat hier jeder einen Block, oder? In dem Spiel? pay me and we're talking. Bezahlt mich. Was soll ich nehmen? I'm too busy right now. Ich nehme das hier. was denkst du? Ja, ja, die Professionellen heutzutage. Na, ich bin sicher, wir kommen da irgendwie zusammen. Ah, oh, deine Fotos auf meinem Blog zu haben, wäre so cool. Ich werde dich auf jeden Fall, was weiß ich, hit you up. Keine Ahnung, ich werde dich weiterempfehlen. Ich gehe erstmal hier nach da hinten und gucken. Hier im Lesbenclub kann ich leider irgendwie nichts sagen. Oh, ein Fahrrad. Kann ich mein Bike? Oh Mann, die haben alle echt schöne Fahrräder. Und ich musste die U-Bahn nehmen und 6 Blocks laufen, um hier hinzukommen. Ah, First World Problems, José. Ja, ja, Hauptsache, du hast irgendwie ein Akkuladegerät dabei für dein schäbiges iPhone. Hey, Guys. Hey, Mann. Alles klar. Ich habe euch noch nie hier gesehen. Ah, wir sind hier für Lukas, um seine Performance zu unterstützen. Was für eine Performance. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Es wird eine Überraschung. Okay, ich kann es kaum abwarten. Es klingt echt sehr aufregend. Mal sehen, was er diesmal gekocht hat. Okay, wir sehen uns drin. Ja, see ya. Guck mal hier, die ist doch... Ist das eine Asiatin, die mit der Nippeltasche hier? Egal, schauen wir mal da. Jetzt reden wir noch mit denen hier. Und irgendeine Freundin müsste ja auch gleich noch kommen. Hector, Alter, José, der Mann der Stunde. What's up, man? Mohawk Boy. Nice hair color, Mohawk Boy. Ich hab's nur für dich geändert, Buttercup. Und du zeigst uns heute hier deine Sweet Art, oder was? Oh, ich bin nur hier für den Gratis-Sangria. Oh, Mann, was? Gratis-Sangria? Sie haben gesagt, es ist, auf Facebook haben sie gesagt, es gibt Gratis-Sangria.
Okay, aber bist du aufgeregt? Deine Arbeit, bist du jetzt schon geladen? Ja, ja. Ich mag es halt online zu teilen, aber ne, so privat mit echten Menschen ist schon echt nervenzerreißend. Ah, Mann, lass dich nicht nervös machen, so. Das ist Teil, wenn man ein echter Künstler sein will. Ja, Mann. Du kannst dich nicht hinter deinem gefilterten Profil-Selfie verstecken. IRL, Alter, was heißt das? In real life and online, otherwise you're just a username. Ja, anders bist du halt nur ein Nutzername, ne? Die haben es auch schon verstanden. Okay, danke für das Engagement, ach klar. Okay, wir sehen uns drin. Ja, alles klar, wir sehen uns drin, Dude. Und jetzt kommt sie, die Frau der Stunde. José. Hottie Girl, warum hast du dich denn so rausgeputzt, Lady? Was geht ab? Elena ist da. Hey, Elena. Es ist cool, dich hier zu sehen. Oh Mann, ey, ich freue mich so, die ganze Kunst zu sehen. Oh ja, ich mich auch. Hast du Lukas gesehen? Lukas ist wahrscheinlich drin. Let's hang out. Klar, lass uns gehen. Komm, wir suchen Lukas. Ah, Senor, du kannst uns führen. Dann gehen wir doch mal rein, ne? Guck mal, Lukas. Lukas ist noch drin und macht die Kunst der Selbstentdecken. Sean Adams mit whatever. Das ist echte Kunst. Ah, cooles Setup hier für ein Apartment. Alter, was ist mit dir denn los? Ich bin froh. Ich würde es nicht verpassen wollen, auf keinen Fall. Ja, es wäre auch schön dumm, ne, das zu verpassen, wenn deine eigene Kunst hier auch ausgestellt ist. Jetzt mach mal hier keinen auf Dickhead, Alter. Naja, du erzählst viel, andere erzählen viel. Ja, vielleicht. Sex for Pudding, that's on, it means a lot, okay. Okay, ihr helft mir, ja. Als Künstler Erfolg zu haben, ist basiert nur auf den Füßen der Community, auf den Schultern der Community, ja? Community. Oh ja, total. Mhm, alles klar. Total. Wir helfen uns alle gegenseitig. Das ist das, worüber ich gesprochen habe. That kind of spirit, ja. Also der Spirit, der lässt mich jeden Morgen aufstehen und mich mit Energie, der füllt mich jeden Morgen mit Energie und ich bin ein richtig heißer Typ mit meinem coolen Suit, den ich da anhab, mit meinem Nacktsuit. Okay, Elena ist ready for Sangria. Brauchst du noch Hilfe irgendwie? Nö, nö. Enjoy, hängt rum, es ist euer Special-Abend. Ich bin fertig für heute. Ah, und José, ne? Sie sind simpel, aber in einem sehr minimalistischen Weg, du weißt schon, ne? Great stuff, super, sehr relevant. Thanks. Danke. Danke, Lukas. Ich bin dir echt dankbar. Ich weiß es zu schätzen. Ui. Soll ich einen leichten Schlucki aufbekommen? Ah. Elena hat auf anderen Perspektiven... Komm, Elena, wir schauen uns doch mal hier die Bilder an. Ah, da sind wir. Der Gratis-Sangria. Ich kann mir Kunst einfach nicht ansehen, ohne irgendeinen fruchtigen Alkoholcocktail zu mir genommen zu haben. Und, schmeckt's dir? Not bad. Oh, echt nicht schlecht. Warum guckt sie jetzt so traurig? Hey, ist nicht mein Place. Sangria ist Sangria, Alter. Being free makes it taste better, Alter. Wenn er umsonst ist. I beg to differ. Anyway, you're ready to check out some local artist talents? Sure. Alles klar. Oh. Oh nein. Es beginnt. Okay, wir sollten hier von dem Tisch verschwinden, bevor wir aus dem Weg angerempelt werden. Okay, komm, lass uns ein paar Ausstellungsstücke genießen. Oh ja, okay, okay, cool. Kann ich jetzt schon Ausstellungsstücke genießen? Ah, das sind deine Bilder, ja. Yeah. Was denkst du darüber? Gib mir eine Minute, ich muss sie mir erstmal genau ansehen. Oh, ja, klar.
Warum wird es andere Perspektiven genannt? Ah, okay. They're really basic, they're really pretty. Well, ich mag die Farben. Die Colors sind really nice. Thanks, Rosé, ja. Aber alles mit derselben Farbpalette, ja, that's cool. Mit meinen Fotos ist genau dasselbe. Schwarz und weiß, ne? Ich bin schlecht mit Farben. Aber warum andere Perspektiven jetzt? No promises, of course not. Das ist eine urteilsfreie Zone, Dude. Hier kann man machen, was man will. Ich wollte sie alle gleich aussehen lassen, aber anders. Okay, okay. Sie haben alle was, was sie einzigartig macht. Aha, mhm. Aber alle teilen sich dieselben drei Farben. Rot, Blau und Gelb. Some are stripped, a mix of both. Okay, stretch, okay. Es ist alles sehr metaphorisch. Wir sind alle unterschiedlich, aber alle irgendwie aus demselben entstanden, ja, ja. So wie die Tiere. Oh, Leute, da brennt mir der Kopf hier, das ist mir zu viel Kunst. Okay, du willst meine ehrliche Kritik? Natürlich! Positiv, negativ. Ich gebe positiv und negativ Feedback. Also, es ist ein sehr gutes Konzept. Das sagst du nicht nur so? Nein, nein, es ist aber ein Konzept, but it's a home in a solid way, okay. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass du ein bisschen mehr mit deiner Arbeit selbst übereinstimmen sollst. Being an artist should be fun, and I think that putting yourself... you don't have the right attitude. Okay, also das Konzept ist super. Du fängst an zu denken wie ein Artist. Das ist wirklich gute Arbeit. Alter, ich dachte, es geht schon los. Danke, José. Ich werde das alles in Gedanken... Alles, ich werde daran denken, an dich, an deine tollen Worte. Okay, wir haben genug gearbeitet. Vielleicht sollte ich mich mit meinem Gesicht auf dein Gesicht setzen. Nein. Wir sollten uns anderen Stuff reinziehen. Okay, dann. Let's do it. Die Lesben hier haben eh keine Ahnung. Oh, guck mal, er macht hier Kameraarbeit. Ich latsche einfach mal durchs Bild. Knutschende Leute. José, das sind meine Bilder hier. Oh, das ist aus dem ersten Teil. Ich kenne diese Bilder, die sind aus dem ersten Teil. Aber ich habe da nicht eine Frau klar gemacht, glaube ich. Okay, dann erzähl mir doch mal deine Tiefgründigkeit hinter den Bildern. Klar, warum nicht? Also, okay, warum haben die Leute keine Gesichter? Um Gleichheit zu demonstrieren oder was auch immer das Wort. Sind alles unterschiedliche Menschen und tja, und sie teilen alle, dass sie kein Gesicht haben. Ah, du willst also, dass die Viewer sehen, wie sie selbst sozusagen sich verlieben. Es gibt den Leuten halt nur so ein kleines Beispiel, ne, wie es laufen könnte. Wow, es ist echt, wirklich, echt tief gedacht, Freundchen, Freundchen. Why did you title it Millennials Romance? Tja, warum haben wir es so genannt? Das ist einfach wegen der Generation, von der wir ein Teil sind. I just wanted you to make you prejudge them before you read the title. Okay. Ah, ne, man wird die Leute erst vorher beurteilen, dann den Titel lesen und sie dann vielleicht anders wieder beurteilen und es sieht aus, als wären das sehr junge Leute, doing was so junge Leute halt tun, ne? Okay, anscheinend hat es die Leute verändert, sobald man Millennials schreibt.
Self-absorbed people. Alter, das wird mir echt ein bisschen zu kompliziert hier. Aber dann, ne, du denkst, das sind alles so Leute und dann siehst du halt das Millennial und dann automatisch, denkst du halt nicht mehr. Wow, ja, du hast recht, ey. Ah, ich möchte gerne zeigen, dass wir einfach nur unser Leben leben, wie alle Generationen vor uns das auch getan haben. Mit allen Errungenschaften, die sie hatten. Und das ist es, ne? Hoffentlich, sieht der Viewer das. Oh, ich mag das echt, echt gut. Good job, José. Danke, Elena. Danke, danke schön. Ich dachte schon, jetzt gibt's wieder Knutschparty oder so. Hey, was geht? Lesbos. Oh, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's Stühle zum Hinsetzen. Sollen wir uns hier hinsetzen? Hey, komm zu mir auf den Chair, Baby. Hm, hier geht's nicht weiter. Warum läufst du gegen die Wand, José? Ach, das ist so mein Ding, das mache ich häufiger. Das hier ist alles aus dem ersten Teil. Das ist die Tanzschule ganz am Ende. Was ist das dann, Kaktus? Hm, Fotobomb. Wir laufen einfach mal hier durchs Bild. Und dann reden wir doch mal hier mit der Tussi. Was hat die denn zu sagen? Lila oder wie sie hieß. Theresa, Helena, check out your work and love it. Hey, thank you, yeah. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir lieben einfach, was du tust. Wow, ernsthaft? Ja, ich brauche was für mein Büro. Ich habe so viel Feng Shui bei mir auf der Arbeit integriert. Das wird super. Das hört sich gut für als guter nächster Schritt an für mich, so um Artist zu werden, um Künstlerin zu sein. Okay, ja, es gibt mir ein paar Übungen für meine nächsten Werke. Okay, das ist der Spirit, Girl, der Dude. Ich gebe dir dann die Details später und dann treffen wir uns und reden darüber. Okay, cool. Wir sprechen uns dann. Feng Shui Pictures. Sean Adams müssen wir uns auch noch angucken. Dem Sean seine Schwarz-Weiß-Ausstellung hier, wunderschön. Mann, sieh dir diese Zeichnungen an, ey. Whatever. Und das ist von Sean. Nice. Sean ist echt nice. Ach, dieser Sean. Aha, okay, haben wir uns angeschaut. Das ist das, was man so macht auf so einem Exposé hier. Und was denkst du? Ist schon irgendwie interessant. Ja, ich glaube auch. Das ist echt verrückt, so. Aber wie viele Stunden er da reingesteckt hat. Warum findest du es interessant? Weil it's so basic, oder? It's so basic. Scribbling on the wall. Es ist wie wenn du als Kind... Ja, du hast recht, ey. Und warum interessiert dich das? Was ist das hier? 20 Questions? ja. José, du bist in einer Künstlershow. Du musst irgendwie Meinungen zu irgendetwas haben. Ja, man muss nicht immer irgendwie eine Meinung zu allem haben. Aber heutzutage sieht es so aus, als wäre es so. Naja, glaube ich jetzt nicht so. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Können wir nochmal rausgehen hier aus dem Haus? Nee, können wir nicht. Dann müssen wir jetzt bestimmt zu dem Fernsehtypen gehen und den irgendwie fotobomben. Da wird doch noch was Großes. Da passiert noch was Großes, Leute. Ich glaube, da passiert noch was Großes. Down in the Millennials. José Torres hat die coolste Ausstellung der Stadt. Hey, was geht ab, Leute? Und, hat's euch gefallen? Alles cool? Hey, Mann, alles klar? Ja, klar. Und, Guys? Your paintings sind echt cool. Deine Paintings sind sehr interessant. Welche Paintings hat er denn? Ach so, die von da ganz vorne. So. Die sind echt cool. Ja, ich mag sie auch, ey. Ja, cool, danke, dass ihr das so denkt, ey. Kannst du uns vielleicht erklären, was sie genau bedeuten sollen? Ja, klar, also ich habe versucht natürlich den pivotalen Moment der Kreativität, wenn du einfach Dinge auf Papier malst und ohne irgendwie irgendwas im Mind. Ja, klar, wenn du also 3 Tage wach warst in der Disco und so und dich dann hinsetzt mit Stift und Papier, dann malst du genau sowas. Es ist halt eine metaphorisch irgendwas fürs Leben, eine Metapher. Wenn du kein Ende in den Gedanken hast und es, irgendwas anfängst, dann wirst du halt sehen, wohin es dich führt. So, ne? Und irgendwann über die Zeit fängt dein Gehirn an, Strukturen zu erzeugen und halt wie im Leben, ne?
Ja, und das passiert dann, wenn die Bilder fertig sind. Dann ist man plötzlich erleuchtet. Und deswegen heißt es whatever, whatever happens. Weißt du? Egal. That's echt deep. Das ist echt deep, Mann. Oh, ich liebe es so sehr. Danke, Leute. Hey, was machen wir denn jetzt, Babe? Muss ich mit dem auch noch quatschen hier? Hey, der sieht aus wie ich. Das ist mein Zwillingsbruder. Hey, Hector. Dudes. Echt cool, echt coole Kunst. Vielen Dank. Danke. Ihr solltet mal zu meinem Open Mic kommen irgendwann. Und da könnt ihr dann eure Work zeigen. Ich meine, es sind nur Bilder. Was hat es denn irgendwie beim Open Mic? Hat es da überhaupt was verloren? Ne? Es ist wie ein Show and Tell. Ich würde echt gerne machen. Sag mir einfach Bescheid. Hey, scheiß drauf. Ich auch, Alter. Just come on over. Okay, werden wir machen, Alter. Dude. Irgendwie sieht sie jetzt aber nicht mehr so glücklich aus. Aber vielleicht kann ich sie hier vor diesem Bullauge verführen. Hm, das ist eine sehr interessante Installation. Ich bin mir sicher, es ist nur ein Spiegel. Komm. Hab doch ein bisschen Vorstellungskraft. Was glaubst du, ist es? Wir sind... I think it's meaning maybe that the reflections of our time is die Reflexionen von uns, unserer Zeit. Der Spiegel reflektiert uns, unser Leben. Unser Aufwachsen, da wo wir reingeboren wurden. Wir machen den ganzen Tag Selfies, weil unsere Gesellschaft nun mal Selbstverliebtheit belohnt. Tja, und wir nehmen Tech-Jobs an, weil wir vor Computern aufwachsen und wir glauben, wir können die Welt retten und weil Cartoons haben uns das gesagt. Das war wirklich special. Aber wenn nicht, wären wir alle gleich. So, jetzt ist es eine Metapher für eine Falle, in der wir stecken. Es läuft immer im Kreis. Es gibt keinen Weg aus diesem Kreislauf raus. Wir sind, wer wir sind, wann wir sind oder wenn wir sind. Wow. Ja, es ist aber nur ein Spiegel und ich wollte, dass die Leute dann, während sie aufs Badezimmer warten, sich ein bisschen da, ne, selber bestaunen können. Ah. Okay, meine Performance beginnt jetzt gleich. Bitte kommt. Bitte folgt mir zu meiner... So, was gibt's denn da jetzt Feines? Kamera läuft. Okay, alle müssen jetzt ruhig sein, bitte. Okay, was passiert jetzt? Ladies and Gentlemen. Okay, vielen Dank fürs Kommen und genießt meine Show. Und danke, ne? Und danke auch an alle Künstler, die hier heute ihre Werke zeigen. Ah. Okay, now jetzt will er die Performance performen. You have all been waiting for. Okay, wir haben alle drauf gewartet. Sein neuer YouTube-Channel. Das wird das Debüt für seinen neuen YouTube-Channel. Er nennt es den Dance of Discovery. Sehr nice. On a count of three. One, two, three. Action ist aber eigentlich zählt man runter, ne? Also. Oh yeah. Du hast Geburtstag. Was macht er da? Ich denke, er tanzt. Don't let your aspirations be aspirations. Was? Alter, warum macht er das? Chicken? Go. Ich bin da jetzt nicht so sehr begeistert von. Was ist, sollen wir uns ein bisschen frische Luft draußen schnappen? Oh ja, bitte. Ich kann diesen Chicken-Dance-Typen nicht mehr sehen. Oh, komm, wir hauen ab. Alter Schwede. Du bist echt fertig, Mann. Du bist echt durch. Ich will nach draußen Luft schnappen. Hä? Hat er jetzt ein Foto gemacht? Wieso komme ich nicht nach draußen? Ha, latschen wir mal hier durch seine Tanzperformance durch. Hallo. Na, ist klar. Mhm, okay. Kein Problem. Fresh Air. Ah, guck mal hier. Oh, nach draußen auf den... Oh, nach Balkonien reisen wir jetzt. Oh, yeah. Oh,
Da kommt der Flix and Chill Beat. Flix and Chill unterm Himmelszelt. Heute knutsche ich eine Frau nicht für Geld. Wow, what a nice view. Oh ja, ist es wunderschön. Sieh dir nur die Sterne an. Das macht dich doch, dann denkst du doch hinterher, wirklich alles ist possible. Oh ja, ich kann's fühlen. Was glaubst du, war der Sinn seines Tanzes? Vielleicht irgendwas ganz Obskures, Tiefgründiges, was ich nicht verstehe, ja? Ah, der Bluescreen lässt uns überall in alle Effekte. It's pretty cool. Oh yeah. Was glaubst du, wo unsere Generation in 10 Jahren ist? Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich glaub nur, wir sind eine ganze Generation voll mit Kindern und wir haben Tech-Skills und Marketing-Skills und es ist wirklich alles so wichtig. Wir kritisieren nur noch andere Leute über das Internet. Ich meine, wo geht es, wo führt es hin? Wir sind verdammt. Na ja, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Wir kriegen das schon irgendwie raus. Ah, du bist so optimistisch. Ich mag das. Warum machen wir nicht ein Selfie mit diesem tollen Hintergrund? Ja, auf jeden Fall. Take Selfie, sure, why not? Oh nein! Shit, meine Kamera! Verzieh dich hier, blöde Meldung. Oh nein! Ohne Knutschen in a Relationship, Alter. Ich habe alle Relationships gerockt. Ich habe alle übernommen. Jawohl, Alter. Mit Elena, Junge. Wir werden richtig hübsche Kinder mit lockigen Haaren kriegen und einem wunderschönen Teint. So sieht's aus. Flix and Chill, Millennials Nummer 2 ist jetzt vorbei. Die Musik war von Joaquin Carut, der einen wunderschönen Soundtrack gemacht hat. Und Jason Lovett hat natürlich dieses Spiel genauso wie den ersten Teil gemacht. Und wenn ihr Bock habt, auch, ihr könnt noch voll viele, kann man voll viele Erfolge, weil man kann die Spiele alle oder man kann unterschiedliche Wege nehmen. Thank you for playing, ja. Und ich danke euch fürs Watchen und fürs Kommentieren, fürs Zusehen und ja, einfach fürs Dabeisein, wie immer. Auch hier endet wieder ein Projekt. Ja, in letzter Zeit kriege ich einiges runter. Das heißt, vielleicht kommen bald wieder nur 2 Videos am Tag, weil ich keine Projekte mehr habe. Aber hey, was soll's? Mir wird schon was einfallen. Ich werde schon ein paar coole Spiele finden. Ich habe schon was ganz Cooles im Hintergrund. Da muss ich aber noch gucken, ob mir Kies das serviert. Okay, Freunde. Weil meistens, ich darf mir das nicht aussuchen, ja? Oft sage ich, hey, guck mal, das Spiel wäre doch cool für so ein Kies serviert. Kauf mir das doch. Und dann sagt er immer, nein, das ist nicht schrottig genug, Kreis. Naja, Freunde, Flix and Chills Nummer 2, Millennials, ist vorbei. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei irgendeinem tollen anderen Projekt. Und schaut durch, guckt euch alte Videos an. Ja, auch die kriege ich manchmal noch mit, dass da jemand frische Kommentare drunter schreibt. Und auch dort werde ich versuchen, so häufig es geht, irgendwie zu kommunizieren mit euch und zu antworten. Aber ansonsten sehen wir uns auf allen anderen sozialen Kanälen, die ihr gerne mögt. Bis dann, bis zum nächsten Mal und reingehauen.